Okay, heute schauen wir uns mal geometrische Konstruktionen an mit Zirkel und Lineal. Also das Einzige, was ich verwenden darf, ist ein Zirkel und ein Lineal. Das Lineal hat keine Markierungen. Ja? Das Lineal ist einfach nur ein Stock, könnte man sich vorstellen, oder ein Stab. Also man muss sich vorstellen, die alten Griechen, die haben sozusagen im Sand konstruiert mit einem Stock, ne, da haben sie einen Stock gehabt und dann mit einem anderen Stock in den Sand hineingeritzt. Und mit dem Zirkel, eine Zirkel war damals einfach eine Schnur, an beiden Enden irgendwas befestigt, dann hat man eben die Zirkelspitze, also das eine Ende der Schnur fest in den Boden gedrückt und dann das andere Ende fest gestrafft und damit dann mit gestrafftem Seil den Kreis in den Boden gezeichnet. Ja, das sind die beiden Werkzeuge, die man zur Verfügung hat, wenn es darum geht, mit Zirkel und Lineal zu konstruieren. Das heißt, ich kann mit dem Lineal auch keine Strecken abmessen. Ne? Also was wie eine Strecke von 5 cm, das geht nicht. Ne? Ich kann keine 5 cm, sondern also ich kann einfach nur eine gerade, oder eigentlich kann ich nur eine Strecke konstruieren natürlich. Ne? Eine gerade ist ja unendlich lang. Aber ja, ich zeichne halt einen geraden Abschnitt, ne? Und ich stelle mir vor, das ist eine gerade, beziehungsweise einfach eine Strecke. Oder eine Halbgerade, wenn man so will. Ne? Halbgerade an einem Punkt beginnt und ich stelle mir vor, das geht dann in Unendlichkeit weiter. Okay, das habe ich. Diese Werkzeuge nennt man auch euklidische Werkzeuge. Ja, und mit diesen euklidischen Werkzeugen kann man einiges konstruieren. Ein anderes nicht. Ja, also ein typisches Beispiel, die Quadratur des Kreises. Ja, also ich habe einen Kreis gegeben im Zirkel und ich soll zu diesem gegebenen Kreis ein Quadrat konstruieren mit Zirkel und Lineal, das den gleichen Flächeninhalt hat wie der Kreis. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ich habe einen Kreis. Ich würde sagen hier. Ich habe einen Kreis. So. Und jetzt die Aufgabe: Konstruiere mit Zirkel und Lineal mit euklidischen Werkzeugen ein Quadrat, das den gleichen Flächeninhalt hat wie dieser Kreis. Das geht nicht. Ja, das kann man mathematisch beweisen. Das funktioniert nicht. Aber viele andere Dinge kann man konstruieren. Und zum Beispiel eine Strecke der Länge Wurzel n. Ja, also eine Strecke der Länge Wurzel 15 zum Beispiel oder Wurzel 7 oder Wurzel 3. Und das finde ich schon erstaunlich, ne, dass man auch mit den sehr einfachen Konstruktionswerkzeugen solche komplexen Dinge machen kann. Und das habe ich mir heute mal vorgenommen. Ich möchte mit euch gemeinsam eine Strecke der Länge Wurzel n konstruieren, auf verschiedene Arten und Weisen. Und ja, wir gucken mal, wie das funktioniert. Mit Geodreieck, Entschuldigung, nicht Geodreieck, mit Zirkel und Lineal, das heißt mit den euklidischen Werkzeugen. Vielleicht ein Wort zu dem, welche Software benutze ich denn hier gerade? Das ist GeoGebra. Und jetzt kann man sagen, GeoGebra ist auch ein geometrisches Werkzeug, so wie ein Zirkel und Lineal, eben jetzt eins in der digitalisierten Welt. Wir haben also hier eine Zeichen- oder eine Konstruktionsfläche und ich habe jede Menge Konstruktionswerkzeuge. Viel mehr als Zirkel und Lineal. Ja? Also ich kann hier beispielsweise eine Gerade konstruieren, die durch zwei Punkte geht. Und das ist die Analogie zu, ich habe ein Lineal und ich konstruiere mit dem Lineal. Ich habe auch den Zirkel, ja? Einen Kreis durch einen Punkt mit einem anderen Punkt. So. Und ich habe aber viel, viel mehr Werkzeuge. Ich habe zum Beispiel hier das Werkzeug, mal gucken wir mal, oder das hier, eine senkrechte Gerade. Ich kann zu einer Geraden eine senkrechte Gerade konstruieren. Ne? Ich wähle das hier das Werkzeug senkrechte Gerade aus und dann wähle ich zu dieser Geraden und diesem Punkt die senkrechte. Die habe ich jetzt konstruiert. Okay. Dieses Werkzeug habe ich in der Geometrie, in der ich nur Zirkel und Lineal zur Verfügung habe, nicht. Ja, ich muss mir also eine senkrechte Gerade mit Zirkel und Lineal irgendwie komplizierter konstruieren. Hier in GeoGebra kann ich das direkt machen, indem ich das Werkzeug hier oben auswähle. Ja, oder parallele Gerade konstruieren, die Mittelsenkrechte. Was gibt es noch so alles? Ich habe hier direkt Vielecke, ne? Regelmäßiges Vieleck. Ich kann ein Quadrat konstruieren zum Beispiel. Ich mache mir einen Punkt hin und eine Strecke und dann fragt er mich, wie viele Eckpunkte soll das Vieleck haben? Und zack, schon habe ich das Quadrat konstruiert.
Das kann ich auch nachträglich noch manipulieren, indem ich jetzt diesen Punkt hier greife und dann kann ich das drehen, größer, kleiner machen und so weiter. Ja, GeoGebra ist ein sehr gutes Werkzeug, mit dem man sich schön geometrische Konstruktionen erzeugen kann. Und ja, man hat hier viele Optionen, die wir heute alle nicht verwenden. Ja, oder zumindest am Anfang nicht. Die verwenden wir nicht, sondern was wir verwenden, ist nur Zirkel und Lineal und in GeoGebra abgebildet eben eine Strecke oder Gerade konstruieren und einen Kreis konstruieren mit dem Zirkel. So, das ist das Einzige, was wir machen. Okay, mein einer Rechner hier fängt gerade ein bisschen an, laut zu blasen mit dem Lüfter. Hört ihr das oder ist das okay? Wenn man das hört, würde ich es ausmachen wahrscheinlich. Das ist nur mein zweiter Rechner, mit dem ich konstruiere, mit dem ich kontrolliere, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Ist es okay mit dem Lüfter? Man hört nichts. Okay, super, dann lassen wir das auch gerade so. Perfekt. Gut, also ihr wisst, was wir jetzt zur Verfügung haben. Ich mache die Zeichenfläche nochmal leer. Wir haben nur Zirkel und Lineal zur Verfügung. Und was wir konstruieren wollen, ist eine Strecke der Länge Wurzel n. Ach so, dazu sollte man vielleicht auch sagen, was wir natürlich haben, ist irgendwie eine Strecke der Länge 1 oder so, also die Einheit. Ja, die können wir uns vorstellen, die haben wir gegeben, indem ich jetzt hier eine Strecke konstruiere und die nenne ich mal, oder die zeichne ich mal hin, so, die Strecke hier, so. Und die soll jetzt mal die Länge 1 haben. Und wenn ich die gegeben habe, dann kann ich nur mit Zirkel und Lineal eine Strecke der Länge Wurzel 7 konstruieren oder Wurzel 3 oder Wurzel 129 und. Ja? Und die Frage ist, wie kann das gehen? Und wir nähern uns der Frage, indem wir uns erstmal die einfachste der Aufgaben nehmen, nämlich eine Strecke der Länge Wurzel 2 zu konstruieren. Hat jemand von euch eine Idee, wo man in der Welt der geometrischen Formen eine Strecke der Länge Wurzel 2 findet? Weiß das jemand von euch? Wo findet man die Wurzel 2? Wenn man mal an Dreiecke oder Quadrate oder Rechtecke denkt, weiß das jemand von euch? Wo findet man die Wurzel 2? Vielleicht fällt euch auch ein mathematischer Satz ein, der einem dabei helfen kann. Ein mathematischer Satz in der Welt der Geometrien, wo Wurzeln vorkommen könnten oder Quadrate. Ah, sehr schön. Admiral Wurst, genau. Diagonalenlänge vom Einheitsquadrat. Ich skizziere das gerade mal an die Seite. Da verwende ich jetzt gerade noch mal die Möglichkeit hier ein Vieleck zu konstruieren, ein regelmäßiges Vieleck. Ich konstruiere mal kurz ein Quadrat hin. Ja. So. Ja, und angenommen, das Quadrat hier hat die Seitenlänge 1. Ja, also angenommen, die Seitenlänge hier hat die Länge 1 und beim Quadrat ist natürlich klar, ist dann hier auch die 1. So, und jetzt wurde vorgeschlagen, die Länge der Diagonale, genau de Geur mit Pythagoras können wir uns das überlegen. Ne? Also ich schaue jetzt mal hier die Strecke hier innen drin. Diese Strecke, die Länge dieser Strecke kann man ja mit Hilfe des Satzes des Pythagoras berechnen. Den Satz des Pythagoras kann ich verwenden, wenn ich ein rechtwinkliges Dreieck habe. Ich habe hier unten rechts ein rechtwinkliges Dreieck, weil der Winkel rechts unten in der Ecke, das ist ein rechter Winkel. Ne? Das kann man vielleicht hier auch mal markieren. Ah, falsch rum. Haha. So rum ist richtig rum. Und da sieht man schon, ah ja, das ist ein rechter Winkel. Ja? Ah, ich mag GeoGebra, da kann man echt schöne Sachen machen. Okay, also hier ist ein rechter Winkel. Das heißt, die Länge dieser Diagonale berechnet sich aus. Das können wir jetzt hier vielleicht mal mit
Das kann man hier mit, da kann man auch LaTeX verwenden. Wenn man den Text entwirft, LaTeX, ne, vielleicht kennt jemand von euch LaTeX. Wenn man da das Wurzelsymbol braucht, schreibt man SQRT für Square Root. Dann sieht man hier unten schon in der Vorschau, aha, da kommt das Wurzelsymbol. Und wir haben wollen natürlich die Länge der Diagonalen haben. Das ist die Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck. Also die Wurzel aus der Summe der beiden Kathetenquadrate. Ja. So, und man sieht jetzt hier unten schon in der Vorschau, was bei rauskommt. Oh, ich habe mich vertippt. 1 hoch 2 natürlich. So. Also, das ist die Länge der Diagonalen. Die Wurzel aus 1 Quadrat plus 1 Quadrat. Also die Wurzel aus 1 plus 1, Wurzel aus 2. Also hier bei LaTeX-Code SQRT 2 Wurzel 2 die Länge dieser Diagonalen hier. Gut, okay. Also, was wir jetzt konstruieren müssen, wir wissen, diese Strecke hier soll die Länge 1 haben. Dann müssen wir nur mit Zirkel und Lineal versuchen, die Diagonale dieses Quadrates zu konstruieren. Und wir brauchen natürlich nicht das komplette Quadrat, ne? Wir brauchen nur die Strecke unten, die Strecke rechts, also die untere Seite und die rechte Seite des Quadrats. Und dann könnte man natürlich relativ schnell eine Strecke der Wurzel 2 konstruieren. So, ab jetzt haben wir aber nur noch Zirkel und Lineal zur Verfügung. So, jetzt wird's ernst. Jetzt brauche ich, wenn ich jetzt hier links mal anfangen möchte, ja, wie wollen wir anfangen? Was wollen wir als erstes konstruieren? Hat jemand von euch eine Idee? Wie starten wir jetzt mit unserer Konstruktion? Senkrechte ist immer gut, sagt Admiral Wurst. Ja, senkrechte, genau. Senkrechte kann man immer gebrauchen, ne? Also eine Senkrechte. Senkrecht ist übrigens ein relationaler Begriff. Das heißt, den kann man nur verwenden, wenn man zwei Objekte hat, also zwei Geraden beispielsweise, zwei Strecken oder so. Dann kann die eine senkrecht zur anderen sein. Okay, oder senkrecht auf der anderen stehen. Wir brauchen eine senkrechte, vielleicht erstmal eine senkrechte Gerade hier durch den Punkt B. Wir geben vielleicht mal den Punkt Namen, dann können wir drüber reden. So kann Beschriftung anzeigen, GeoGebra. Okay, also eine Senkrechte durch den Punkt B. Wie machen wir das? Hat jemand eine Idee? Wie konstruieren wir eine Senkrechte? Mit Zirkel und Lineal. Wir dürfen nicht das Senkrechtwerkzeug von GeoGebra verwenden. GeoGebra kann es natürlich relativ schnell, ne? Aber Zirkel nehmen, Kreis um Punkt B, sagt Klaus Mausen. Okay, probieren wir mal. Wir nehmen den Zirkel, den haben wir zur Verfügung. Ja, okay, wir machen jetzt hier einen Kreis. Ne? Konstruieren einen Kreis um B mit der Länge, mit dem Radius der Länge der Strecke AB. So, jetzt verstehe ich deinen Hinweis, glaube ich, noch nicht ganz. Du möchtest jetzt, was heißt MH? Also um A und B sollen jeweils der Mittelpunkte von Kreisen sein. Hat jemand eine Idee, wie wir weitermachen können? AB über B hinaus verlängern. Okay.
Da können wir vielleicht mal eine Gerade konstruieren, ne? Also eine Gerade durch AB, das geht natürlich jetzt immer, ne? So, jetzt haben wir hinaus verlängert. Okay. Das scheint auf breite Zustimmung zu stoßen hier im Chat. Ja, dann konstruieren wir doch mal den Schnittpunkt der Geraden mit dem Kreis. Also es gibt ja mal zwei Schnittpunkte. Angenommen, eine Gerade ist keine Tangente am Kreis, dann gibt es immer zwei Schnittpunkte oder gar keinen. Ne? Aber angenommen, die Gerade geht durch den Kreis hindurch, dann haben wir immer zwei Schnittpunkte. Okay. Und Schnittpunkt in GeoGebra findet man hier, genau. So, ich konstruiere jetzt den Schnittpunkt. Okay, so. Und den Punkt, dem geben wir vielleicht auch einen Namen. Das ist jetzt Punkt H, weil wir hier rechts noch einen Punkt haben. Okay, egal. Punkt H. C wäre schöner gewesen. Hätte mich glücklicher gemacht, aber GeoGebra schlägt H vor. Na gut. Okay. Ja, wie geht's weiter? Okay. Jetzt Kreis um C, also H meinst du wahrscheinlich, ne? H und A ziehen, dann Schnittpunkt von den Kreisen mit Punkt D versehen. Da fehlt noch was. Aber du bist, glaube ich, auf dem richtigen zweigleiche Kreise durch A und H. Ja, ich weiß, was ihr machen wollt. Ich verrate mal, ne, worauf es jetzt hinauslaufen wird. Wir machen die Mittelsenkrechte, wir konstruieren die Mittelsenkrechte der Strecke AH. Also wenn wir eine Senkrechte konstruieren wollen mit Zirkel und Lineal durch einen bestimmten Punkt, dann bietet es sich oftmals an, die Mittelsenkrechte zu konstruieren einer Strecke, deren Mitte genau dieser Punkt ist. Ja? Also wir hatten am Anfang ja nur die Strecke AB gegeben. Jetzt haben wir uns dadurch, dass wir einen Kreis um B mit der Länge AB gezogen haben, einen zweiten Punkt hier rechts konstruiert und eine Strecke AH konstruiert, deren Mitte B ist. Und da wir die Senkrechte durch B gehen lassen wollen, brauchen wir jetzt nur die Mittelsenkrechte von AH zu konstruieren. Und genau wie De Geur vorschlägt, zwei gleiche Kreise durch A und H. Ja? Ja, machen wir das. Ich konstruiere mal einen Kreis um A mit demselben Radius wie um H. Und da kann man einfach den Radius AH nehmen. Ne? Der Radius muss nur größer sein als AB. Das ist ganz wichtig. Man muss über die Mitte hinübergehen. Genau. Admiral Wurst schlägt genau das vor gerade. Radius AH. Ne? Es muss auf jeden Fall zwei Schnittpunkte geben. Also der Radius der beiden Kreise, der muss auf jeden Fall größer sein als AB. Ansonsten berühren sie sich ja nur in diesem Punkt. Also machen wir das hier mal so. Und ich konstruiere den Kreis auch nochmal um H. So. Okay. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus der Schule, wie man die Mittelsenkrechte konstruiert. Denn jetzt schneiden sich die beiden Kreise in zwei Punkten, die ich auch hier markieren kann mit Schnittpunkten der beiden Kreise. Ne? Das sind die beiden Schnittpunkte. Und wenn ich dadurch jetzt eine Gerade konstruiere, dann geht die genau durch B. Vielleicht können wir uns kurz mal überlegen, warum ist das eigentlich die Mittelsenkrechte? Also die Mittelsenkrechte ist ja geometrisch gesehen, die Mittelsenkrechte einer Strecke AH ist die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand haben von A und H. Ja? Also B hat den gleichen Abstand von A wie H. Und dieser Punkt hier, den ich, was ich, seht ihr gerade meinen Mauszeiger eigentlich? Ja, da müsst ihr sehen. Also dieser Punkt hat den gleichen Abstand von A und H und so weiter. Ja, jetzt wissen wir ja, wir haben zwei Kreise gezogen mit demselben Radius. Ein Kreis ist die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand von einem gegebenen Punkt haben, nämlich vom Mittelpunkt. Also der linke Kreis hier um A herum, die Punkte haben alle denselben Abstand von A. Und alle Punkte auf dem rechten Kreis haben denselben Abstand von H. Und insgesamt ist es noch der gleiche Abstand, weil wir gesagt haben, die Radien sollen gleich sein. Das heißt, an den Schnittpunkten, die beiden Schnittpunkte, also dieser Schnittpunkt hier oben beispielsweise, der hat denselben Abstand von A wie von H. Na, weil ja der Radius, ich kann es vielleicht nochmal eins, kann man den Radius nochmal einzeichnen, wir werden gleich ein paar Sachen verschwinden lassen. Also der Radius von A zu dem Punkt hier oben,
Das ist die gleiche Länge wie der Radius von h zu dem Punkt hier oben. Weil wir die Kreise ja so gewählt haben. Selber Radius. Und ja, okay. Demnach muss der Punkt auf der Mittelsenkrechten liegen. Genauso muss der Schnittpunkt unten auf der Mittelsenkrechten liegen. Beide liegen auf der Mittelsenkrechten. Und durch zwei Punkte, die ungleich sind voneinander, die verschieden sind, ist eine Gerade eindeutig definiert. Okay. Also wir haben jetzt die Mittelsenkrechte konstruiert. Wunderbar, wunderschön. So. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was wollten wir machen? Wir wollten hier rechts dieses Quadrat hier, die recht untere Ecke, simulieren, rekonstruieren sozusagen. Die untere Seite der Länge 1 haben wir schon gegeben gehabt und wir brauchten nur noch die rechte Seite des Quadrats. Und da haben wir uns überlegt, wir brauchen erstmal die senkrechte Gerade durch b. Und die kann man sehr gut konstruieren, indem man a an b spiegelt, dann kommt man auf h. Wir haben es mit dem Kreis gemacht, wir könnten aber auch spiegeln können. Und dann geht die Gerade hier durch b durch als senkrechte Gerade. Und damit haben wir gleich unsere Strecke konstruiert. Genau, Kuro Hakai, das hattest du gemeint. Ich hatte noch nicht mitbekommen, dass die Senkrechte durch b gehen soll. Ja, genau. Mir war klar, du siehst sozusagen, in welche Richtung es laufen muss. Ja, und jetzt haben wir das gemeinsam geschafft. Sehr schön. Jetzt lasse ich mal ein paar Sachen verschwinden. Die kann man sehr schön in GeoGebra hier ausblenden. Ich blende mal diese. Die Kreise brauchen wir alle nicht. Objekt nicht anzeigen. Die Punkte, die Schnittpunkte brauchen wir nicht mehr. Den Kreis brauchen wir nicht mehr. Die Gerade brauchen wir nicht mehr. H brauchen wir auch nicht mehr. Oh Mann. So, jetzt sieht das nicht wunderschön aus. Jetzt haben wir unsere senkrechte Gerade durch B. Oh Mist, ich hab was zu viel verschwinden lassen. Hallo, Evo Longia. Ich habe den Kreis verschwinden lassen, den brauchen wir noch, Leute. Ja, GeoGebra ist ein Tool, mit dem man geometrische Konstruktionen anfertigen kann. Man hat, ja genau, Klaus, der Kreis muss zurück. Naja, okay. GeoGebra ist ein Tool, mit dem man Konstruktionen anfertigen kann und wir beschränken uns heute nur auf Zirkel und Lineal, also nur auf einfache Strecken und Geraden und Lineal und wollen eine Strecke der Länge Wurzel 2 konstruieren. Hier rechts ist unser Plan und hier links sind wir gerade an der Konstruktion dran. Und mit dem Kreis, ne, da haben wir jetzt, wissen wir jetzt sozusagen die Strecke. Ja, GeoGebra ist kostenlos. Einfach gehen auf geogebra.org, glaube ich. Kostet nichts, kann man im Web verwenden, kann man downloaden, gibt es für alle. Gibt es für alle Endgerättypen, auch fürs Handy und fürs Tablet und so. Also es ist wirklich super. Und es ist eine eierlegende Wollmilchsau. Also ich werde öfter mal streamen demnächst über GeoGebra und euch so die Funktionen zeigen. Ich liebe dieses Werkzeug. Und versetzt auch total viele Lehrer in der Schule ein und so. Ne? LehrerInnen, sorry. Okay, jetzt brauchen wir den Schnittpunkt. Ne? Ah, Hilfe, das passiert öfter mal, wenn man versehentlich so einfach rumklickt. Der Schnittpunkt von unserem schönen Kreis mit der Gerade hier, das ist der, das wissen wir, genau, nehmen wir dem mal den Namen, damit wir drüber reden können. Ist immer gut, Punkte zu benennen. Punkt K heißt der jetzt, okay. Und wir wissen natürlich zum einen die Strecke der Länge AB, die Länge der Strecke AB hat die gleiche Länge wie die Strecke BK, weil es beides mal die Radien des Kreises sind. Und wir wissen, wir haben einen rechten Winkel. Den markiere ich auch gerade nochmal und immer schön gegen den Uhrzeigersinn. So, 90 Grad Winkel, genau. Jetzt können wir den Kreis verschwinden lassen. Den Kreis verschwinden wir auch. Die Gerade brauchen wir auch nicht mehr. Na, habe ich verklickt wieder mal. Oh Mann, Leute. Ich lasse die Sachen verschwinden, die ich nicht verschwinden lassen soll. Also den Kreis soll ich verschwinden? Ach doch, natürlich, die Gerade müssen wir verschwinden lassen. Aber wir haben ja den Punkt, wir können nochmal eine Strecke einfach zeichnen. Ne? So, jetzt haben wir die Strecke hier. Und jetzt lasse ich nochmal die anderen unnötigen Dinge verschwinden.
Und dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. So. Ja, Eva Longia, es gibt noch weitere Programme, Mathematikprogramme natürlich, klar. Also, einfaches Beispiel ist Excel, Tabellenkalkulation, kann man auch tausend Sachen mitmachen. Ich glaube, ich werd, wenn das ein Wunsch ist, gerne mal hier demnächst öfter mal ein paar Werkzeuge vorstellen. Ne? Ja, genau, du hast vollkommen recht. Also solche Tools sind natürlich sehr hilfreich, wenn man, wenn man sich mehr mit Mathe beschäftigen möchte. An solche Werkzeuge kann man schön digitale, kognitive Prozesse auslagern, Berechnungsprozesse und bekommt dann sozusagen seinen Mind frei, seinen Kopf frei, um sich höherwertigen Prozessen zu widmen. Ja? Und kann hier beispielsweise sehr schön interaktiv manipulieren und variieren und Hypothesen testen, indem man etwas konstruiert und dann manipuliert und schaut, wie es sich verhält. Das ZumWiki, genau, danke für den Hinweis, Admiral Wurst. Das ZumWiki ist ein sehr guter Startpunkt auch. Zentrale für Unterrichtsmedien e.V. hat vor langer Zeit ein Wiki einmal eingerichtet mit vielen Unterrichtsideen und Tipps und Tricks. Und da findet man sicher auch einige Tipps und Tricks zu mathematischen Werkzeugen. Okay, ja Leute, wir sind fast fertig, oder? Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Strecke hier konstruieren von A nach K. Fertig. Und das ist die Strecke der Länge Wurzel 2. So, brauchen wir wieder LaTeX. Square Root 2, ne? So, können wir schön beschriften. Länge der Wurzel, Strecke der Länge Wurzel 2. Haben wir konstruiert. Oh Mann, das war spannend, oder? Ich verspreche euch, es wird gleich phänomenal. Euch werden gleich die Augen ausfallen, wenn wir jetzt die Strecken der Längen Wurzel 3, Wurzel 4, Wurzel 5, Wurzel 6 und so weiter konstruieren. Ja, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es wird euch ein Licht aufgehen. Und es wird wunderschön werden. Wunderschön. Ja, genau. Also bitte nicht wirklich die Augen ausfallen lassen, Jan. Also, es wird auf jeden Fall jetzt wirklich wunderschön. Also bleibt dran, bleibt dran. Es wird jetzt, wenn ihr das noch nicht kennt, dann werdet ihr gleich vom Hocker fallen. Und ja, bitte nicht wirklich vom Hocker fallen. Okay. Wir konstruieren eine Strecke der Länge Wurzel 3. So, jetzt die Frage an euch. Wurzel 2 war noch einfach relativ, ne? Da wussten wir, wo kommt das vor hier, Wurzel 2. In der Welt der Geometrie. Wir brauchen eine Strecke der Länge Wurzel 3. Hat jemand von euch eine Idee? Wo finden wir die Wurzel 3? Wo finden wir die Wurzel 3? Denkt mal nach. Vielleicht hilft der Satz des Pythagoras wieder. Gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge 2 wird hier vorgeschlagen. Schauen wir mal. Also ein gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge 2. Wenn wir jetzt hier ein gleichseitiges Dreieck mal konstruieren, das können wir ja mal hier nebenbei mal hinmachen. Also jetzt nicht mit Zirkel und Lineal, sondern es ist einfach nur eine Seitenüberlegung. Warte mal, eigentlich wollte ich ein gleichseitiges Dreieck. Habe ich mich verklickt? Regelmäßiges Vieleck, genau. So, gleichseitiges Dreieck. Dreieckpunkte, wunderbar, gleichseitiges Dreieck. Sehr gut. Wo kommt hier, also haben wir etwas, genau, Admiral Wurst sagt, Seitenlänge 2, gleichseitiges Dreieck, Seitenlänge 2, also hier ist überall die 2 dran, ne? Schreib es nochmal hier unten dran. Okay. So, und jetzt die Höhe hat die Länge Wurzel 3. Das überlegen wir uns gerade mal. Ich kann hier den Mittelpunkt konstruieren von den beiden Punkten. Und
die Höhe, also die Strecke hier so. Warum hat die Höhe die Seitenlänge 3? Wurzel 3. Muss überlegen. Wo ist der rechte Winkel? Der rechte Winkel ist hier. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, ne? Können ja gleich wieder rauszoomen. So. Kriegen wir da Wurzel 3 hin? Also wir wissen ja, die Hälfte der Strecke da unten hat die Länge 1. So. Jetzt wird gefragt, ist das nicht Wurzel 5? Ja, wie lang ist jetzt diese schwarze Strecke, die Höhe des Dreiecks? Überlegen wir uns mal, im Satz des Pythagoras gilt denn was hier an der Stelle? Angenommen, ah ja, wir wollen die Strecke, benennen wir die mal. Benennen wir die mal x, okay. Nennen wir die mal x, so. Und jetzt wollen wir die Formel mal aufstellen. Na, machen wir mal da. Nee, guck mal hier. Hier gehen wir hin. So. Nach dem Satz des Pythagoras gilt doch jetzt, die eine Kathete zum Quadrat wäre x Quadrat. Plus die andere Kathete zum Quadrat ist 1 Quadrat, ist gleich 2 Quadrat, oder? Ihr dürft widersprechen. Aber das wäre jetzt hier der Satz des Pythagoras angewendet auf dieses Dreieck. So, und jetzt formen wir das mal um. Wir ziehen auf beiden Seiten mal 1 ab, also rechts steht 4, ne, ist klar. Dann steht x Quadrat ist gleich 2 Quadrat minus 1 Quadrat, das ist 4 minus 1, das ist 3. Ja, sehr schön, genau. X Quadrat ist 3. Und x ist Wurzel 3. Sehr schön, genau, so können wir es machen. Ja, wenn wir das jetzt konstruieren, macht nichts, kann man mal falsch gucken. Wenn man dann genau guckt, dann stellt man schon fest, ah, da war was falsch. Ja, sehr schön. Okay, x ist gleich Wurzel 3. Können wir also sehr schön konstruieren. Das können wir mal machen. Das war nicht die Idee, die ich hatte. Also insofern super. Wir machen es aber mal, okay? Das war eure Idee. Die machen wir mal hier schön weiter. Also, jetzt haben wir, das war ja nur eine Seitenüberlegung gerade, ne? Ich gehe hier mal wieder raus. So, okay. Also, wenn man jetzt hier die Konstruktion mal machen wollte, dann konstruieren wir uns, also wir haben wieder die Strecke der Länge 1 gegeben, ne? So. Wie würde man jetzt das gleichseitige Dreieck konstruieren der Länge 2, wenn das die Strecke hier die Länge 1 hat? Überlegt mal noch, hier wird noch eine andere Frage gestellt. Wie kann man die Wurzel einer Strecke geometrisch darstellen? Also wir versuchen ja gerade, also es gibt keine Wurzel einer Strecke. Ne? Es gibt nur Wurzeln von Zahlen, von natürlichen Zahlen oder von positiven, reellen Zahlen. Von nicht negativen, reellen Zahlen.
Und jetzt wollen wir, ne, also Wurzel 3, es gibt nicht die Wurzel einer Strecke, es gibt Wurzel 3 zum Beispiel. Jetzt wollen wir eine Strecke konstruieren, die die Länge Wurzel 3 hat. Also die Länge einer Strecke ist ja eine reelle Zahl und die soll genau Wurzel 3 sein. Eine Gerade ist unendlich lang. Bei einer Gerade kann man überhaupt nichts über deren Länge sagen, außer dass sie unendlich lang ist, ne? So, okay, nochmal die Frage an euch. Wir wollen jetzt hier ein gleichseitiges Dreieck der Länge 2 konstruieren und haben jetzt hier die Länge 1 gegeben. Was können wir machen? Selber Konstruktionsschritt wie eben. Okay, ja, du hast vollkommen recht. Wir ziehen ja mal eine Gerade durch. Eine Gerade. So, okay. Dann ein Kreis mit, ne, hier mit Radius 1. Damit kriegen wir automatisch hier drüben den Schnittpunkt. Schneide, Kreis und Gerade. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur, jetzt haben, wissen wir, die Strecke, der Radius hat den Durchmesser 2. Und wenn wir jetzt nur zwei Kreise ebenfalls mit dem Radius 2 hier drum ziehen, so, und den Schnittpunkt hier oben konstruieren, so, und jetzt die Strecken einzeichnen. Dann ist, hat das Dreieck, was wir hier eingezeichnet haben, die Strecke, haben alle Seiten dieses Dreiecks die Länge Wurzel 2. Oh, hier wird gerade gefragt, ob der Stream laggt. Ja, ich merke gerade, ich lagge ein bisschen, ne? Okay, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Nö, jetzt scheint es wieder zu gehen. Okay. Gib mir mal ein Signal, ob es wieder, ob es klappt. Ich verstehe nicht, warum das manchmal irgendwie hakelt, weil ich habe ja sehr gutes Internet eigentlich. Okay, scheint aber zu funktionieren, glaube ich. Ah, danke für den Follow. Sehr schön, danke für den Follow. Okay. Gut, also wir haben jetzt ein Dreieck der Länge, Entschuldigung, ein Dreieck mit Seitenlänge 2. Ja, und jetzt können wir natürlich ganz einfach hier die Höhe konstruieren. Machen wir das noch. Und dann haben wir die Strecke der Länge Wurzel 3 konstruiert. Sehr schön, Wurzel 3 funktioniert also auch relativ einfach. So, und jetzt gehen wir aber an Wurzel 7, Wurzel 19, Wurzel 25 und dann verlassen uns wahrscheinlich unsere Ideen, ne? Wie wir das einfach geometrisch konstruieren können. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das jetzt nochmal rückgängig mache, die Konstruktion, weil ich nämlich, weil ich nämlich ein bisschen Platz brauche. Ich habe mir jetzt hier oben rein konstruiert in meine Konstruktion. Also war eine super Idee. Die behalten wir uns mal hier rechts noch. So.
Kathetensatz, jetzt kommst du mit einem ganz harten Geschossen, ne? Machen wir gleich. Wir gucken uns gleich nochmal den Satz des Pythagoras, die Satzgruppe des Pythagoras an. Ich möchte gerne mal hier an unserer ersten Konstruktion bleiben. Und jetzt geht es gleich rund, Leute. Jetzt kommt das, was ich euch versprochen habe. Ich zeige euch mal, wie man jetzt hier direkt ran konstruieren kann, eine Strecke der Länge Wurzel 3. Und zwar mache ich mal Folgendes. Ich beschrifte nochmal diese Strecke hier. Die hat die Länge 1. So. Ich konstruiere mal eine senkrechte zur Strecke AK. Ja, die jetzt hier die Wurzellänge Wurzel 2 hat. Da konstruiere ich mit einmal eine senkrechte. Und zwar eine senkrechte Strecke der Länge 1. Also wieder eine Einheitsstrecke. Die konstruiere ich mir jetzt mal senkrecht auf AK. Und wir wissen jetzt, wie wir Senkrechten konstruieren, okay? Also ich verdoppel die Länge AK oder ich spiegel A an K auf die andere Seite und dann mache ich die mittelsenkrecht und so weiter. Das spare ich mir jetzt. Das mache ich nicht, okay? Sondern ich benutze jetzt, wir haben uns sozusagen, weil wir jetzt einmal das geschafft haben, die Senkrechte freigeschaltet hier oben, okay? Wir können jetzt die Senkrechte, haben wir freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt die Senkrechte. Hoppala, da habe ich mich verklickt. So, hier drauf konstruieren, okay? Das gestatten wir uns jetzt. Und jetzt brauche ich noch die Strecke der Länge Wurzel 1. Da konstruiere ich einfach den Kreis hier um K mit der Länge 1 und damit weiß ich, wenn ich jetzt hier oben den Schnittpunkt konstruiere, habe ich auch eine Strecke der Länge Wurzel 1. Ich benenne den Punkt, der heißt mittlerweile schon R, so viele Punkte haben wir schon konstruiert. Ich lasse den Kreis verschwinden und die Gerade verschwinden und den Punkt brauchen wir auch nicht. So. Und ich konstruiere die Strecke. So. Ich scheine wieder zu lecken. Oh Mann. Na gut, ich hoffe, es geht gleich wieder gut. Hi Power Skills, wir sind gerade dabei, eine Strecke der Länge Wurzel 3 zu konstruieren. Und wir wissen, die Strecke hier oben hat die Länge Wurzel 1. Entschuldigung, Wurzel 1 sage ich schon. 1. Genau. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Super. So, und jetzt kommt die Preisfrage an euch. Welche Länge hat diese Strecke? Die ich gerade eingezeichnet habe. Welche Länge hat die? Wir haben wieder einen rechten Winkel. RKA ist ein rechter Winkel. Wie lange ist die Strecke AR? Länge 3 ist ein Vorschlag. Wurzel 3. Was stimmt? 3 oder Wurzel 3? Was meint ihr? Was stimmt? 3 oder Wurzel 3? Wurzel 3 wird nochmal vorgeschlagen. Naja, wir können es ja einfach, genau, wir können es ja einfach im Satz des Pythagoras nochmal ausrechnen, ne? Wir wissen, die Länge, die beiden Kathetenquadrate addiert, 1 plus 1 Quadrat plus Wurzel
2 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Na, das ist die Länge der Strecke AR. So, die Wurzel aus 1 Quadrat plus Wurzel 2 Quadrat. Und das ist 1 plus 2 ist 3, Wurzel 3. Tatsächlich, da kommt Wurzel 3 raus. Au, AOW Celebron, du bist so gut. Macht man das nochmal, müsste Wurzel 4 rauskommen, dann Wurzel 5, Wurzel 6 und so weiter. Ihr seid so gut, ihr seid so gut, genau. Hier Wurzel 3, ne? Denn jetzt beim nächsten Mal, wenn ich das wieder mache, ich konstruiere jetzt wieder mal eine senkrechte Gerade hier drauf. So, und die Strecke kennen wir mittlerweile, wie das hier alles geht. Alles mit, nur mit Zirkel und Lineal. Wir benutzen nur die euklidischen Werkzeuge. Mehr nicht. Ja, die Aufzeichnung, die klappt auf jeden Fall. Das ist no problem. So. Okay. Also, jetzt, wir haben ja gerade hier eine Strecke der Länge 1 konstruiert. Können wir mal dran schreiben, ja. So. Und die Strecke hier von Punkt A zu diesem neu konstruierten Punkt, die hat jetzt die Länge Wurzel aus 1 Quadrat plus Wurzel 3 Quadrat. Das heißt, von jedem Schritt zu jedem Schritt nehmen wir die alte Wurzel, quadrieren sie, machen das Wurzelziehen also wieder rückgängig. Okay, Wurzel 3 zum Quadrat ist 3. 1, Wurzel 1, 1 zum Quadrat ist alles das gleiche, ist 1. Also 3 plus 1 ist 4 und dann ziehen wir die Wurzel draus. Dann haben wir die Länge der Strecke hier. Gut, Wurzel 4 hätten wir auch viel einfacher konstruieren können, ne? Das ist 2, aber es geht jetzt ums Prinzip. Wie wir hier jede beliebige Länge konstruieren können. So, naja, und jetzt machen wir weiter, oder? Jetzt können wir hier wieder, und das deute ich jetzt mal nur an, oder einmal machen wir es noch. Einmal machen wir es noch. Senkrechte Gerade. Na, was sind das jetzt? Senkrechte Gerade zu dieser Strecke durch den Punkt. Kreis hier herum. Schnittpunkt von Kreis und Gerade. Strecke zwischen den beiden Punkten gerade verschwinden lassen. Kreis verschwinden lassen. Punkt verschwinden lassen. Und jetzt diese Strecke konstruieren. Hier haben wir wieder Länge 1. Ja, und dementsprechend die Länge der neu konstruierten Strecke ist Wurzel 4 zum Quadrat, also 4 plus 1 zum Quadrat ist 5, Wurzel 5.
Ja, wie man sieht, da entsteht so eine Schnecke, ne? Das ist eine Schnecke, schneckenartiges Gebilde, und das nennt man die Schnecke des Pythagoras. Die Schnecke des Pythagoras. Und was ihr jetzt wiederentdeckt habt, ist die Schnecke des Pythagoras. Ist das nicht großartig, oder? Und ist das nicht wunderschön? Also hier kann man jetzt wirklich beliebig, hier weiß man automatisch, man kann beliebige Strecken beliebiger Länge, Wurzellänge konstruieren, indem man einfach weitermacht, bis man zu der entsprechenden Strecke kommt. Ist das nicht großartig? Ja, habt ihr dazu noch Fragen zu der Konstruktion? Ansonsten zeige ich euch noch mal eine andere. Denn es ist ja offensichtlich umständlich, wenn man jetzt eine Strecke der Länge Wurzel 17 konstruieren will, jetzt alle Strecken der Länge Wurzel 2, 3, 4, 5 und so weiter nachzukonstruieren. Ja, das ist natürlich, also erstmal die konstruieren, bis man dann zu der Strecke kommt, die man eigentlich konstruieren will. Es dauert natürlich lange, die gesamte Schnecke aufzubauen, bis man zu der Zielstrecke kommt. Ja? Und die Frage ist, geht das einfacher? Gleich eine Strecke der Länge Wurzel 5 zu konstruieren beispielsweise. Ja, genießen wir vielleicht noch einen Moment die Schnecke des Pythagoras und gucken uns dann gleich an, wie man es besser machen kann. Oder anders machen kann, nicht besser.